Wir werden in eine dramatische Fach- und Arbeitskräftelücke reinlaufen, wenn wir nicht mehr Maßnahmen ergreifen, mehr qualifizieren, aber auch mehr Fachkräftezuwanderung organisieren. Eine der erschreckendsten Zahlen, die ich da gelesen habe, ist, dass die Quote der Schulabgänger ohne Abschluss noch immer bei 10% liegt. Wir entlassen 10% der jungen Leute aus der Schule, ohne dass sie beruflich qualifiziert sind. Das kann so nicht bleiben. Wenn wir über Fachkräftemangel reden, ist das die erste Aufgabe, die wir angehen müssen. Aber natürlich werden wir auch Zuwanderung neu organisieren müssen über ein Punktesystem, über Anwerbung in allen Bereichen, Hochqualifizierte wie Menschen, die im Dienstleistungsbereich arbeiten.